Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Wegen Antisemitismusvorwürfen ist der Sportartikelhersteller Adidas in die Kritik geraten. Grund ist eine Werbekampagne, bei der das US-amerikanische Model Bella Hadid für die Neuauflage eines Schuhs wirbt, der ursprünglich für die Olympischen Sommerspiele im Jahr 1972 entworfen wurde. Während der damaligen Spiele in München hatten palästinensische Terroristen 11 israelische Sportler ermordet. Hadid hat selbst palästinensische Wurzeln. Sie hatte in der Vergangenheit mehrfach an pro-palästinensischen Demonstrationen teilgenommen und soll dabei auch die als antisemitisch geltende Parole »From the river to the sea, Palestine will be free« gerufen haben. In Deutschland bekundete unter anderem der Zentralrat der Juden sein Unverständnis für die Wahl Hadids als Gesicht der Kampagne. Adidas kündigte an, die Werbung zu überarbeiten. Ein Feuer hat das historische Kirchengebäude der First Baptist Church in Dallas zerstört. Infolge des Brands stürzte das Dach des 1890 errichteten Gebäudes ein. Über die Ursache des Feuers ist nach Angaben des Internetmagazins Christian Post noch nichts bekannt. Das vor 12 Jahren bezogene Gemeindehaus blieb von den Flammen verschont. Gemeindepastor Robert Jeffress verglich die Trauer über den Verlust des Gebäudes mit dem Gefühl der Verzweiflung und Entmutigung, das die Jünger Jesu wahrscheinlich in der Nacht empfunden hätten, als Jesus gekreuzigt wurde. Zugleich kündigte der Pastor an, das zerstörte Gebäude wieder aufzubauen. 40% der Bundesbürger sind der Meinung, dass Familien mit Kindern in Deutschland im Vergleich zu jenen ohne Kinder benachteiligt sind. Das ergab eine INSA-Umfrage im Auftrag von IDEA. Eine knappe relative Mehrheit von 41% teilt diese Einschätzung nicht. Auch ergab die Befragung, dass Männer häufiger als Frauen der Ansicht sind, dass Familien mit Kindern benachteiligt sind. Die gleiche Einschätzung teilen 18- bis 39-Jährige, die im typischen Alter für Familiengründung sind. Die Angehörigen der christlichen Konfessionen liegen mit etwa 45% in der Beurteilung dieser Frage gleich auf. Unter den Anhängern der politischen Parteien sind die Wähler der Grünen mit knapp 50% am häufigsten der Meinung, dass Familien mit Kindern im Vergleich zu kinderlosen Familien benachteiligt sind. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.